Wir sind hier in der Ringstraße und wir sind zum Brand von einem Ethanolofen gerufen worden. Die Lage beim Eintreffen war folgend. Eine Person, die wahrscheinlich auch den Notruf verständigt hat, die ist vor der Tür gesessen mit schweren Verbrennungen. Die Wohnung selber stand unten da quasi schon unter Brand oder Vollbrand, offenes Feuer. Wir sind dann vorgegangen mit einem Trupp vom Innenangriff, die dann relativ schnell das Feuer unter Kontrolle hatte, sind dann mit einem Trupp von außen zur Riegelstellung bzw. zu eventuellen zum zweiten Brandbekämpfungsweg vorgedrungen. Ja gut, Ethanolofen ist halt so, wenn man da nachleert und der Ofen ist noch zu heiß bzw. hat irgendwo noch einen Zündfunken, ist es möglich, dass da eine Stichflamme entsteht. Die Hintergründe genau, wie es jetzt entstanden ist, kann ich noch gar nichts dazu sagen. Wir gehen davon aus, beziehungsweise der Bewohner sagte, dass es vom Ethanolofen aus ging, das Feuer. Die Einliegerwohnung, die ist nicht mehr bewohnbar. Wir haben das obere Haus durch die Verrauchung haben wir öffnen müssen, weil kein Bewohner da war, aber ein Hund noch im Gebäude war, beziehungsweise es war unklar, ob noch einer der Bewohner da ist. Haben dann das obere Gebäude durchsucht, haben dann nur den Hund gefunden, haben den dann mit Hilfe von dem Malteser, wo die Vermieterin auch arbeitet, rausgebracht und in Sicherheit gebracht. Ja. Wir waren mit ca. 6 Fahrzeugen im Einsatz. Die Wohnung selber unten ist nicht mehr bewohnbar. Die wird jetzt durch die Polizei versiegelt. Man klärt jetzt noch ab, ob man eventuell das Löschwasser raussaugen kann. Das obere Haus ist komplett bewohnbar. Ja, wir sind hier in Könken. Der Rettungsdienst wurde hier zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Beim Eingang der ersten Notrufmeldungen ging man davon aus, dass mehrere Patienten verletzt waren, weswegen der Rettungsdienst mit 2 Notärzten und 4 Rettungswagen alarmiert wurde. Hier vor Ort hatten wir jetzt nur einen Verletzten, der mit lebensgefährlichen Verletzungen jetzt in eine Stuttgarter Klinik transportiert wurde. Es gab noch 2 Hausbewohner, die wir betreut haben. Und zu Beginn des Einsatzes natürlich auch die Absicherung der Einsatzkräfte der Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Von daher ging der Einsatz jetzt von der Anzahl der Patienten her sehr glimpflich aus. Also vom Rettungsdienst waren 2 Notärzte hier vor Ort, 4 Rettungswagen. Unser leitender Notarzt und ich als Einsatzleiter.